Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen Tag in Großmark. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen wollt, dann macht das einfach bitte, bitte weiter. Der Algorithmus von YouTube, der würde sich da tierisch drüber freuen. Ja, ihr Lieben, wir sind unterwegs. Und zwar müssen wir über Kleinmark Richtung Eremiten fahren. Dafür habe ich schon mal mein Bäuchelein vollgeknallt mit allerlei Geschätz, ne? Das muss ja zu Eremiten, aber vorher fahren wir, wie gesagt, nochmal eben nach Kleinmark. Da drüben. Ja, wir haben mittlerweile das Tiefwassernetz hier, dieses Schleppnetz mit Schlammfilter. Da freuen wir uns. Und jetzt machen wir hier erstmal noch schnell ein bisschen Geld. Zack, zack, zack. So. Denn die wollen ja auch alle was verdienen hier. So, der Händler. Mit F wird das verkauft. Ich muss aber aufpassen, was ich verkaufe. Das kann weg. Das und das und das. Oh, 1057. Leute, ist das gut. Und jetzt müssen wir hier runter. Nach Unfell. Da. Das kriegen wir hin, glaube ich. Tup, tup, tup. Genau, das war hier hinten oben. Warte, dann mache ich kurz den Turbo. Den Turbo. So, fahren wir richtig? Ja. Und Vollgas. Ja, mal schauen, ob wir jetzt irgendwas fangen in dem Netz da. Jo. Kaum hat es ausgesprochen, ne? Schon sprang ein Tier da rein. Komm, Feuer, Feuer. Wir brauchen Sprengstoff, mein Freund, Sprengstoff. Haben wir denn gefangen? Ah, eine Golfflunder. Okay. Da, da, da. Ach, wie schön. Wem sollten wir das jetzt zeigen? Dem Eremiten. War der hier der Eremit? Oder war das der da hinten? Wir fahren erstmal... Ui, dahinter. Du kleine Seehose. Du kleiner Eremit. Oder auch nicht. Zack. Ja. Ah, hallo. Was kann ich denn für dich tun? Ist das hier zufällig dein Familienwappen? Du hast es gefunden. Das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut und dass ich gern nach Hause kommen würde. Och Mensch, ist das süß, hm? Komm, das machen wir. Da helfen wir doch gern, ne? Und der ist ja nicht weit weg. Der würde gern nach Hause kommen, nur dumm. Wem wollen wir hier nicht im Weg? Zauberter Steinfisch. So. Hm, was willst du? Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit... Oh. So, hat er es tatsächlich genommen? Ich wusste es. Es tut deinem Bruder leid. Lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Hm, ich weiß nicht, aber ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst, aber ich brauche ein wenig Zeit, um dort aufzuräumen. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, also so eine Abkürzung zu schaffen mit Sprengstoff. Ich könnte dir eine Sprengladung platzieren, aber die Klippen erscheinen mir besonders instabil zu sein, also wagte ich es nicht, sie zu zünden. Du müsstest nur hineinfahren und sie zünden. Es ist nicht weit. Ich habe dort ein paar gelbe Fahnen angebracht. Man kann es nicht verfehlen. Wo, sagtest du, gibt es Sprengfallen? Fahre durch den Felsenbogen und wende dich nach Südosten. Folge dem Kanal und du wirst auf der rechten Seite die gelben Flaggen sehen. Ja, die haben wir ja schon mal tatsächlich gesehen, ne? Da sind wir doch hier irgendwo rumgeturnt. Ja, ne, mach doch mal. So, denn die waren da hinten. Da sind wir hier hinten reingefahren, glaube ich, ne? Oder von außen, ich weiß gar nicht mehr. Schauen wir mal. Oh, zoom, 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 zoom. Einfach den Kanal weiter. Die, 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 die.
glaube hier rum, ne? Hier, wo dieses Riesenviech war. Oder war das falsch? Ich glaube, das war falsch. Hier sind die Fähnchen. Komme ich von hier ran? Ein haufenloser Trümmer. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, was aussieht wie große weiße Zähne. Eine lange Lunte hängt heraus. Das muss die Stelle sein, an der der Walfänger eine Abkürzung schaffen möchte. Die Lunte zünden, aber sowas von... Ui! Die Trümmer zerbröseln, du solltest dem Walfänger Bescheid geben. Na klar, warte kurz. Hier gibt's doch noch was zu holen für uns. Ja. Ja, ist das jetzt... Kriegen wir jetzt Sprengstoff dauerhaft von ihm? Für immer? Hm? Das müssten wir herausfinden. Guck mal, hier zum Beispiel, ne? Hier geht's ja dann auch noch weiter. Ah. Vollgas. Juhu. Oh, oh nein, nein, nein. So, der war da hinten, ne? Ja. Vier Fischchen schon gefangen. So, Onkel. So. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. Boah, das machen wir natürlich gern, ne? Jetzt komm. Rudi! Da. Gebe ich sogar extra Gas, ne? Rudi, du darfst nach Hause. So. Komm mit an Bord. Hallo, was kann ich für dich tun? Dein Bruder vergibt dir. Er hat eine Bleibe für dich gefunden. Er hat zugestimmt. Da fällt mir ein Riesenstein von der Brust, der schon so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut, ich habe gepackt und bin abreisebereit. Los, Eremit, rein in den Bock. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habseligkeiten an Bord. Machen wir. Und zurück. Ich könnte Wassertaxi spielen, wisst ihr das? Hat so ein bisschen was von GTA. Schon 5 so Tiere. So, welcome home, Adi. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid, ich war so dumm. Das waren wir beide. Komm herein, lass mich deine Taschen nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh, Fremder, solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssen. Ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfangstation. Wo ist denn die? Ach, da hinten. Komm, wir schlafen kurz. Oder warte, wir schlafen drüben. So, Sprengstoff nehmen wir doch direkt mit, oder? Wie komme ich da hin? Ach nee, Quatsch, ich war ja doof, ne? Was? So. Da hinten, ne? Hier geht's. Die geht aufs Haus für deine Hilfe. Sprengladung. Nehmen wir mit. Zack. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer es nötig ist. Oh. 36 kosten die nur? Freunde, also, ne? Man muss ja sehen, wo man bleibt. So. Dann gehen wir kurz rüber. Reparieren und pennen und verkaufen den Fisch. Und dann sprengen wir die ganze Butze hier in die Luft. Nein, Spaß. So, pass mal auf. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, nee, das war falsch. Mhm. Vergiss nicht. Ja, ja, ich vergesse hier gar nichts, Freundchen. Freundchen vor allen Dingen. So, das ist alles ganz wunderbar. Dann haben wir die Fischtante noch. Ja, ja, ja. Nimm mal bitte. Ih, ist ja ekelhaft. Nimm den ganzen Bums. Junge, Junge, Junge. So, dann würde ich sagen, schlafen wir. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Guten Morgen, liebe Sorgen. So, wunderbar. So, wir haben einen Haufen Sprengstoff an Bord. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das, was uns zusteht. Da hinten. Dankeschön. Volle Bahn mit Marzipan. Hier gibt es so viel zum Sprengen. Los. Wie geht denn das?
Jawohl. Cool. Oh. Bestand niedrig. Oh, beleuchtet. Da hört ihr sogar das Tastaturgeklick. Oh, Relikt entdeckt. Rostete Musiktruhe. Ein Riesending. Hier gibt es noch mehr zu holen. Oh, Saphir-Ohrringe. Cool. Mhm. Wieder mal. Hätten wir das auch gemacht? Wie viel Platz haben wir denn? Das ist ja nicht mehr viel Platz. Das will ja wieder der Mann da hinten, ne? Hier gibt es aber noch mehr. Hier gibt es doch, hier habe ich doch gerade noch was gesehen. Dann lasst mich das mal schnell einlagern und dann knallen wir uns mal da durch. Feuer frei. Ich will das große Schiff haben hier. Bitte. Ich hab bitte gesagt. So. Komm mal her. Mach mal mein Lager, genau. Das muss da nämlich mal kurz rein. Das kann auch hier rein. Und du kommst da rein. So, Fischfrau. Ja, ja. Zack. Das ist immer das Schöne, ne? Das gibt es immer gratis irgendwie dazu. Das ist cool. So. Dann legen wir wieder ab. Und kawumsen uns mal. Sieht man hier eigentlich so eine Art Schadensanzeige? Ach hier, okay, gut. Wunderbar. So, dadurch. Da will ich hin. Warte mal, hier ist doch noch ein Wrack. Aber hier gibt es nur Fischchen, ne? Ja. So. Der nächste Spaß. Ja, bitte. Benutzt die Sprengladung und du zündest sie. Oh. Die Trümmer zerbröseln. Ach, wie schön. Ich sehe nichts. Oh, was haben wir denn da? Cool. Oh, schon erschöpft. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja voll blöd. Wir werden das trotzdem hier noch sprengen. Kawemse. Puff. Habe ich noch welche? Eine habe ich noch. Eine haben wir noch. Sehr cool. Oh. Was haben wir denn hier noch Schönes? Danke. Bisschen Holz. Nee, das ist Stoff. Schon wieder Stoff. Aber ist egal, brauchen wir es ja trotzdem irgendwie. Zack. Ui, ui, ui. Der große Fisch vom letzten Mal, der ist ja irgendwie nicht wieder... Oh, nicht wiedergekommen. Nicht, dass der jetzt wieder angreift. Oder kommt der nur nachts? Der kleine Bubatz. 18.08 Uhr. Komm, testen wir nochmal. Dann sterben wir eben. In den Fluten. Erschöpft. Okay. War mir ganz heimlich dran. Dass der uns nicht hört. Nicht an. Gehen das wir durch? Ja. Oh, Abkürzungen sind was Schönes, ne? Ich liebe Abkürzungen. Juhu! Dann machen wir hier nochmal kurz Halt und dann fahren wir rüber zu dem Ortsinseltypen da, ne? Der, unser Held. So, Lager. Pass mal auf, wir packen das mal hier rein. Das muss uns ja jetzt hier nicht belasten. Zack. Zack. Du kommst dahin. Dann haben wir dich noch. Die Sprengladung. Oh, die lasse ich. Ach komm, die machen wir ins Lager. Was soll der Geiz? Dann Fischhändlerfrau. Bitte nehmen Sie bitte diesen Fisch. Achso. So, dann kurz reparieren. Das war das Falsch. Achso, warte mal, da können wir trotzdem noch mal gucken. Was brauchen wir denn hier?
Ach, das habe ich ja schon alles. Mach das. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Holz. Was ich natürlich nicht habe. Okay. Dann hier brauchen wir auch noch Holz. Okay. Ah, das wird einen zusätzlichen Motorenplatz geben. Okay, wunderbar. Das ist alles gut. Aber wie gesagt, wir brauchen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Und das ist ein neuer Rumpf. Okay. Wunderbar. Kurz pennen. Tick-tack, 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 tick-tack. Und da sind wir wieder wach. Nein, ich will doch in die Werft. So, alles reparieren. Und dann zuckeln wir wieder von dannen. Mit ein bisschen Power. Da müssen wir dahinter, glaube ich, ne? Feuer frei. Hui, nein, nein, nein. Der große Motor, ich glaube, der bringt hier richtig was. Wo war denn jetzt da hinten? Drum. Was gibt's denn hier zu holen? Komm ich nicht ran. Nein. Tut mir leid. Immer richtig, ja. Dup, dup, dubi, du. Ach, wie schön. Hm. Oh, Klotzaugenkabel, jau. Das ist ja interessant. Sehr gut. Nehmen wir mit. Wir sind ja schließlich Fischer. Zwar nicht Helene, aber Fischer. Keiner fischt so gut wie wir. Warte mal, ich muss eigentlich Platz lassen, ne, für dieses... Blöd. Ja, vielleicht passt es ja trotzdem rein. Wenn nicht, dann müssen wir halt... Naja. Dann müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Und das hier. Ach so. Der summende, leise Stein. Leg mal die Hand auf. Nein, natürlich reagiert der nicht auf meine Bewegung. Meine Hand auflegen. Oh, Stachelaal. Okay. Alles gut. So, junger Mann. Kriegen wir das rein hier? Ja. Wunderbares Tens. So, Onkel. Vielleicht willst du das ja haben. Du bist also zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter ihr ächzen. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. So, was haben wir hier? Verrostete Musiktruhe, bla bla, ist klar. Und du hast... Und das hast du an den Klippen gefunden? Ich weiß von nix, ne? Na ja, klar, aber das ist natürlich... Ah, hervorragend. Dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Manifestation. Kehre sofort zur Schwarzfelseninsel zurück. Also es gibt noch mehr Relikte dort draußen. Mach dich auf die Suche. Am Riff beim Sternbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Aha. Ach, das interessiert mich nicht, was die Worte mit mir gemacht haben. Schwarzfelseninsel. Also egal, wo ich bin. Da komme ich wieder hierher, ne? Mit einem Kavömse. Da. Teleportiere dich dorthin, wo alles begann. Okay. Ja, wunderbar. Ist das cool, Leute. Haben wir hier noch ein bisschen Platz zum Fischen? Na klar. Können wir ja gleich noch ein bisschen Geld mitnehmen, ne? Wenn wir einmal hier sind. Tja, mit dem Teleportieren, das ist ja nicht schlecht, ne? Aber ich, ja. Das wäre halt sehr cool, wenn er uns hierher teleportieren würde. Und nicht da zu ihm. Naja, egal.
So, Kollege. Oh, die Leuchtturmwärterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Was ist hier jetzt schon wieder los? Ich habe dich weit hinausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Ist okay. Diesmal vielleicht. Du musst vorsichtiger sein. Selbst jemand mit all deiner Erfahrung kennt das Meer niemals ganz. Das kann niemand. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dock entlang geht. Ja, die gute Frau ist ein bisschen gestresst. Zack, war's damit. Ja, wunderbar, Leute. Leute, ist das toll. So, einmal alles reparieren, bitte. Und dann haben wir... Was haben wir denn hier? So, okay. Brauchen wir alles noch nicht. Das nützt uns alles noch nichts. Das Trockendock. So, drei Angelplätze. Die haben wir ja schon. Dann brauchen... Ach so, Holz. Ja, ja, ja. Wollen wir noch eine Runde Holz holen gehen? Hä? Hier war doch irgendwo Holz. Ja, da hinten. Hui. So. Zack, 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 zack. Bestand niedrig. Naja, da wird ja auch nur eins drin sein, ne? Ja. Na, wo haben wir denn hier noch was Schönes, Holziges rumliegen? Ich glaube, wir fahren mal hier hinten rum. Ich glaube, da drüben war ja sowieso noch ein bisschen was, ne? Was haben wir hier? Schrott. Ein bisschen Schrott können wir ja auch noch mitschleppen. Ist doch wurscht. Zack. Weil was wir haben, haben wir, ne? Brauchen wir uns später nicht drum zu kümmern. Wird man denn noch hier ein bisschen Holz wird man noch reinkriegen? Oh, was haben wir denn hier? Eine Felsspalte ragt aus dem Wasser und trägt primitive Symbole von gekrümmten Fischen. An ihrem Sockel ist eine grobe Form. Das sind doch unsere, die wir gerade verkauft haben. Du kannst später hierher zurückkehren. Felsplatte. So, der braucht diese Aale und diese Viecher, diese Lachse, ne? Aha. Au. Was der alles will. Brauch auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz. Na, 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 na. Lass mich in Ruhe, du. Oh. Uiuiuiui. Komm mal hier. Der Stein erzittert vor dir. Im Inneren leuchten unbekannte Symbole. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Die Stadt Großmark brennt, der Leuchtturm liegt in Trümmern und sein Licht ist für immer erloschen. Ein rotes Glühen erfüllt den Himmel hinter dem Sturm, der die Welt verwüstet. Oh. Nicht gut, Leute, nicht gut. Nein, nein. Haben wir noch eine Sprengladung dabei? Nee. Oh, das müssen wir nachher gleich machen. So, was haben wir hier? Oh. Nein, was war denn das für ein Viech? Oh, nö. Hilfe, Hilfe. Sag mal, du wildes... Hier ist Holz. Er hat unser Boot kaputt gemacht. Warum macht er das? Nee, Stoff. Nee, nicht ein Stoff. Ich will doch keinen Stoff. Oh, jetzt muss ich mich hier irgendwie ja retten, oder? Turbo, Freundchen, Turbo. Es ist ja alles verrückt hier. Hier sind wir doch hoffentlich sicher, oder? Oh Mann. Der hat uns jetzt ganz schön kaputt gemacht, der kleine Bubu. Der rettende Hafen. Der Bürgermeister taucht vor dir auf dem Dock auf. Sein Gesicht verschwimmt vor deinen Augen. Seine Worte gehen im Rauschen der Brandung unter. Geht es gut, wenn Gestalten Nebel ausruhen? Vorsicht, Albträume. Alles klar. Du stolperst an ihm vorbei in die Stadt. Ja, sehr cool. Nimm mal diesen Fisch, Onkel, und nimm mal diesen Fisch. Warte mal, wir müssen mal hier die Schiffsbauerin bemühen.
Oh, alter Schwede. So, das Trockendock. Wir brauchen ja hier ein bisschen Holz. 300. Vier Frachtplätze. Nehmen wir. Dann haben wir hier noch zweimal Holz. Lara, wir hatten doch genug von dem ganzen Kram hier, ne? Genau, eine Sprengladung würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen wollen gleich. So, wir müssen kurz schlafen. Es nützt nichts, ne? Boah, frisch ausgeruht, ne? Frisch ausgeruht. Ihr Lieben, wenn ihr Lust und Laune habt und den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vielleicht einfach mal einen Kommentar da, wo drin steht. Guten Tag, Olli. Du alter Fischer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.